Wie kann ich meine Supramatic 4 von Hörmann mit meinem Handy per Bluetooth verbinden? Dazu müssen Sie als allererstes Bluetooth an Ihrem Supramatic 4 einschalten. Dieser Knopf zum Einschalten ist genau unterhalb von der Programmtaste. Sie leuchtet nicht und man sieht auch nur ganz schwach ein Bluetooth-Zeichen darauf. Drücken Sie einfach die Taste, auf der Sie nichts sehen, und warten Sie, bis das Bluetooth-Zeichen anfängt zu leuchten. Nun sehen Sie, das Bluetooth-Zeichen beginnt zu blinken und wir können starten mit dem Einlernvorgang an unserem Handy. Laden Sie sich dazu die Hörmann Blue Secure App herunter und öffnen Sie sie. Anschließend kommt auf dem Startbildschirm schon die Abfrage nach dem Einlernen oder dem Login. Am besten ist, wenn Sie sich, bevor Sie den Hörmann-Antrieb einlernen, einen Benutzer-Account bei Hörmann erstellen. Dazu klicken Sie ganz unten auf Registrieren und geben Ihre Daten ein. Nachdem Sie angemeldet sind, drücken Sie dann einfach nur auf Einlernen und scannen den QR-Code entweder auf Ihrer Bluetooth-Karte, die Sie bei dem Antrieb mitgeliefert bekommen, oder falls Sie die verloren haben oder nicht mehr haben, dann ist auch immer seitlich an der obersten Kante des Antriebs am Metallbügel ein Aufkleber mit einem QR-Code, den Sie dort abscannen können. Ich mache das ganz kurz. Der Einlernvorgang kann bis zu 20 Sekunden dauern. Wir sollen etwas Geduld haben und warten ab. Nachdem das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, können Sie dem Antrieb einen Gerätenamen vergeben. Es kann ja sein, Sie haben mehrere Motoren und sagen dann hier Garage 1, Garage 2, Garage 3. Für mich ist das jetzt Garage 1 und deshalb sage ich zu dem Gerätename Garage 1. Anschließend klicke ich auf Namen wählen und kann dann das Tor mittels Impuls steuern. Drücken Sie dazu einfach auf den großen gelben Knopf auf dem Handy Impuls und der Antrieb beginnt zu fahren. Nun ist Ihr Antrieb eingelernt und Sie können mit Ihrem Handy Ihren Antrieb steuern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Fabio von Celentano Garagentore aus Heilbronn und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, dass Sie mit dem Video das erreichen, was Sie erreichen möchten.